So, dann darf ich Sie herzlich zurückbegrüßen hier auf Bühne 1, direkt mit dem nächsten spannenden Thema. Nachdem wir gerade was über Zivil- und Katastrophenschutz gehört haben, hören wir jetzt was zum Thema Einsatz von FOSS bei der Hochwasserhilfe im Juli 2021 von Armin Räterath. Und ich will Sie gar nicht lange auf die Folter spannen. Von daher übergebe ich jetzt das Wort an Armin und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, vielen Dank, Dominik. Und ich freue mich, euch heute mal was zu erzählen vom Einsatz von Open Source Software im Kontext der Krisensituation, die wir im Juli 2021 hatten in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz war von diesem Hochwasser am meisten betroffen. Wir hatten noch über 130 Tote im Ahrtal gehabt. Und das ist jetzt mal ein Werkstattbericht, wie man in kürzester Zeit halt mit dem Einsatz von Open Source Software auch da Unterstützung bieten kann. Zum Überblick. Erstmal möchte ich kurz nochmal erzählen, welche Erfahrungen wir in Rheinland-Pfalz hatten in den letzten Jahren im Einsatz von der Open Source Software, Krisenmanagement Software IDEN im Kontext der Covid-Krise. Dann gehe ich auf die Flutkatastrophe ein im Juli 2021, möchte gerne die Rollen und Prozesse und die GIS-Komponenten erklären, erläutern, die wir da eingesetzt haben. Und auch auf die Datenquellen dann eingehen, die da relevant waren für das GIS-Modul von IDEN. Dann kurz vielleicht noch eine Live-Präsentation zeigen, wie sich das System so in der Produktion anfühlt. Genau. Zusammenfassend dann Lessons learned. Was haben wir daraus gelernt? Was können wir besser machen beim nächsten Mal? Und damit wäre ich dann auch am Ende des Vortrags. Kurz nochmal dieser IDEN Factsheet. IDEN ist ein webbasiertes Open Source Krisenmanagement-System, ist auch schon ein paar Jahre im Betrieb und in Benutzung. Die Entwicklung wurde damals initiiert aufgrund der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004 und das System löst Koordinationsprobleme im Rahmen von humanitären Notsituationen oder Katastrophen, zum Beispiel Personensuche, Flüchtlingshilfe, Koordination von Freiwilligen, Tracking von Opfern, automatische Lageübersichten, da kommen wir dann in diese GIS-Kiste rein und so weiter und so fort. Und von 2010 bis 2017 war das auch Bestandteil der OSGeo Live CD. Vielleicht kriegen wir es da auch noch mal drauf in den nächsten Jahren. Die wichtigsten Module, über die IDEN verfügt jetzt, sind einmal ein dezentrales Organisationsregistry-Modul zur Verwaltung von Warenhäusern, Büros oder irgendwelchen Einrichtungen. Wir haben ein Projekt-Tracking, wer macht was, wo und wann. Das ist in Krisensituationen immer sehr wichtig, um das zu sehen. Wir haben auch ein Bestellverfahren im System drin, wo Anfragen und Lieferungen mit gemanagt werden können. Und auch Human Resources können damit verwaltet werden. Das haben wir auch schon praktisch im Einsatz gehabt, das kann ich gleich kurz nochmal erläutern. So, Krankenhausmanagementsystem ist drin, Meldesystem für Betten, Personal, Zustand und so weiter. Wir können Krankheitsfälle tracken damit, Ebola oder Covid-19 jetzt. Und wir haben auch ein Modul zur Lageübersicht auf einer interaktiven Karte. IDEN ASP ist das, was wir momentan in Rheinland-Pfalz einsetzen. Und das ist im Endeffekt ein Fork von Sahana IDEN, ein neues Projekt, was letztes Jahr initiiert worden ist. Also es handelt sich dabei um Rapid Application Development Kit für Krisenmanagement-Plattformen und basiert in weiten Teilen auf dem Web-to-Py-Framework. Das ist ein bisschen mit Django vergleichbar und der Datenbanksabstraktionsschnittstelle PyDAL. Also es ist ein Python-Framework. Und die Dokumentation ist auch im letzten Jahr überarbeitet worden. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen und auch mal ausprobieren zum Installieren und so weiter. Das ist ein ganz interessantes Projekt und sehr flexibel an der Stelle. Im Rahmen der Covid-Krise in den letzten beiden Jahren haben wir es eingesetzt als zentrale Helferdatenbank für das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz ab April 2020. Und im Januar 2021, das hatte ich letztes Jahr auf der Foskis schon mal vorgestellt, das Projekt, haben wir ein Schnelltestportal aufgebaut. Das ist auch jetzt noch in Betrieb und zwar für das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Rheinland-Pfalz. Helferdatenbank selbst. Da gab es folgende Rollen jetzt und Organisationen, die beteiligt waren. Wir haben 20.000 Freiwillige aus verschiedenen Akquisekampagnen, auch mit einer Selbstregistrierung in dem System verwaltet, das Ministerium und die 36 Gesundheitsämter, die wir in Rheinland-Pfalz haben, sowie die Impfzentren, weil diese Helferdatenbank wurde dazu genutzt, um dann Personal eben an die Gesundheitsämter und an die Impfzentren zu verteilen. Prozesse, die abgebildet waren, war die Registrierung von Freiwilligen. Einsatzanfragen durch Gesundheitsämter und Impfzentren wurden damit abgefrühstückt und Vermittlung von Bediensteten der Landesregierung oder Landesverwaltung eben durch das Ministerium. Was auch gemacht worden ist, gab ein Dokumentationsmodul, es gibt ein Dokumentationsmodul für die Einsatzstatistik, das ist ganz interessant, um dann die Politiker dann mit Informationen zu versorgen. Genau.
Helferdatenbank im GIS-Bereich. Da hatten wir im Endeffekt die Standorte der Gesundheitsämter und Impfzentren als Ausgabekomponente gehabt, wurde aber eigentlich kaum genutzt an der Stelle. Und sowie die Adressen der Freiwilligen, wobei wir da sagen müssen, da gehen wir eher über die Gebietskörperschaften, anstatt jetzt die direkte Koordinate der Adresse der Freiwilligen zu verwenden für das Matching. Nächster Einsatz, der dann Anfang Januar letzten Jahres passiert ist, war dieses Teststellenportal. Da haben wir als Rollenorganisation in Rheinland-Pfalz die Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen drin gehabt. Das waren 4.800 Organisationseinheiten. Wir haben 3.100 Schnellteststellen momentan in Rheinland-Pfalz, das Landesamt, was im Endeffekt die Koordinierung macht, und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für die Abrechnung nachher der Schnelltests, die vom Land bezahlt worden sind. Pässe in dem System, die wir abgebildet haben, war das Ausstellen von Gutscheinen auf Basis von QR-Codes, damit wir kein Geld in die Hand nehmen mussten. Das Registrieren von Gutscheinen durch die Teststellen, damit die nachher die Gutscheine auch mit dem Land abrechnen konnten. Und das Rechnungsstellungsprogramm, genau da hatte ich eben mal erwähnt, das war die ALID, also bei uns Bezirksregierung, die hatte diese 400 Rechnungen dann automatisch erstellt und 4,8 Millionen Euro an Haushaltsmittel abgerechnet. Und was damit gemacht wird, ist momentan die Meldung noch der Testergebnisse, also das heißt der Schnelltestergebnisse. Da kommt dann jeden Tag eine Meldung raus. Davon haben wir jetzt 210.000 mit dem System erfasst. Und das System dient noch der Freigabe und der Registrierung. Also die offizielle Beauftragung der Teststellen passiert über dieses IDEN-System. Wir haben eine Schnittstelle zur Überprüfung der Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung, ein REST-Interface. Und das System kann seit Sommer letzten Jahres auch genutzt werden von den Teststellen, um die Corona-Warn-App-Zertifikate ausstellen zu lassen, damit dann auf der Corona-Warn-App im Endeffekt ein digitales EU-Zertifikat angezeigt werden kann. Und das hatte ich aber auch schon mal letztes Jahr im Vortrag erwähnt, man kann Verbrauchsmaterial damit bestellen und da sind auch 2600 Bestellungen mit abgefrühstückt worden. GIS in dem Kontext wird verwendet zur Darstellung eines Dashboards. Da nutzen wir halt die Koordinaten der Teststellen, um dann dem Bürger im Endeffekt zu zeigen, wo die nächste Teststelle ist, wo er sich hinwenden kann, um dann Covid-Schnelltests zu bekommen. Test. Jetzt kommen wir zur Flutkatastrophe im Juli 2021. Wir waren damals zu dem Zeitpunkt mittendran, diese Corona-Warn-App-Integration umzusetzen mit dem IDEN-System, mit dem Teststellenportal. Und der Starkregen zwischen 14.07. und 15.07., der hat natürlich dazu geführt, dass wir unseren Zeitplan dementsprechend anpassen mussten. Es gab eine Anfrage durch die Mitglieder des Krisenstabs am 17.07., das war der Samstagvormittag gewesen. Und die haben gesagt, wir würden gern vom Land eine Vermittlungsplattform einrichten für Hilfsangebote, sowas wie Suchen finden an der Stelle. Prototyp, da hat man dann genau innerhalb von 2 Tagen den Prototypen aufgebaut mit IDEN als Hilfsmittel. Und die Freischaltung konnte schon am 21.07. erfolgen, also dieser Vermittlungsplattform für Hilfsangebote. Da gab es eine Pressemitteilung vom Opferschutzbeauftragten vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Digitalisierung. Mal der Text der Pressemitteilung, könnt ihr euch auch anklicken, wenn ihr die nochmal anschauen wollt. Das ging also innerhalb kürzester Zeit, der Aufbau des Systems. Was hatten wir zu tun vom 17. halt bis zum 21. Und das war einmal die Konzeption der Prozesse und Rollen, die Programmierung, die Einrichtung der Server beim Rechenzentrum, Dokumentation, damit das auch bedient werden kann, das System. Wir mussten den Support schulen, der vom Landesamt für Soziales durchgeführt worden ist. Und wir mussten natürlich auch einen Vertrag zur Auftragsdatenverwaltung, weil wir das System bei uns betreiben in der IT, noch abstimmen mit den beteiligten Institutionen und konnten dann im Endeffekt am 21.07. diese Helferplattform einrichten. Die Rollen und Prozesse, die da verwendet werden, wir haben Privatpersonen, unterscheiden zwischen Privatpersonen und Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig sind, und dem Support. Das ist dann das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und eben auch eine Gruppe von Studenten, die damit integriert worden ist. Die Prozesse, die abgebildet werden von dem System, ist die Registrierung von Privatpersonen und Hilfsorganisationen. Die können sich selber registrieren und anmelden. Die Hilfsorganisationen und Privatpersonen können Angebote und Bedarfe anmelden und können auch Angebote abgeben auf einen konkret definierten Bedarf und haben auch eine Möglichkeit, wenn man als Hilfsorganisation vor Ort tätig ist, ein Fallmanagement oder ein Fallakte anzulegen für die Betroffenen, falls die Betroffenen nicht in der Lage sein oder die Betroffenen waren auch größtenteils nicht in der Lage, quasi ihre Bedarfe an so einem System anzumelden. Und dafür ist es eigentlich gedacht gewesen, dass man nach Angeboten und Bedarfen suchen kann.
Notunterkunftsverwaltungsmodul, das ist nicht eingesetzt worden, hatten wir auch noch aktiviert in dem System. Das waren so die grundsätzlichen Rollen und Prozesse, die abgebildet wurden. Kommen wir jetzt zu den FOSGIS-relevanten Themen. GIS. Ja, GIS in Krisen ist immer wichtig, um eine Lageübersicht zu bekommen. Und wir nutzen dann die Koordinaten in dem System, das ist ja auch auf einer PostGIS-Datenbank aufgesetzt, zur Lokalisation der Angebote und Bedarfe und die Lokalisation der Adressen von Privatpersonen und Hilfsorganisationen und der Notunterkünfte. Das waren diese grundlegenden Systemelemente. Hier mal ein kurzer Screenshot aus der Kartenanzeige für die Bedarfe und Hilfsangebote. Wenn wir gleich noch Zeit haben, zeige ich das am Live-System. Da haben wir hier oben auf der linken Seite haben wir dann die Unterkünfte, die angeboten werden. Das ist das Hilfsangebot. Hier unten habe ich die Kartendarstellung der Bedarfe, die angeboten werden, die gemeldet werden. Die Logik oder die Serverkonstruktion ist ein 2-Server-System. Wir setzen da auf Debian 10 Buster zu dem Zeitpunkt, jeweils 16 Cores und 12 Cores auf dem Datenbank-Server, beide mit 16 GB RAM und PostgreSQL 11. Das wird aber aus dem Standard Debian-Paket installiert. Und jetzt gehe ich kurz auf die weiteren Datenquellen, die wir für das GIS-Modul dann auch noch genutzt haben. Wir brauchten eine Hintergrundkarte. Dafür haben wir dann TopPlus Open eingesetzt vom Bundesamt für Kartografie und alternativ, falls TopPlus Open mal ausfällt, eben die OpenStreetMap-Karte von Terrestris und natürlich die Ortofotos, die wir bei uns selbst als WMS-Dienst haben. Also hier haben wir kurz eine Übersicht über die Basiskarten. Unten halt hier TopPlus, die Ortofotos und dann hier dieses OpenStreetMap-Produkt von Terrestris. Weitere Datenquellen, die relevant waren, stammen aus Fernerkundungsbereichen. Wir haben dieses Copernicus EMS-Verfahren und haben die Daten darunter geladen. Da bekommt man relativ aktuell nach der Katastrophe auch schon Informationen zu Schäden, die durch die Katastrophe hervorgerufen sind. Kann ich gleich nochmal kurz zeigen. Wir haben eine Sonderbefliegung machen lassen vom Landesamt Ende Juli nochmal, um die Schäden zu dokumentieren. Und wir hatten die DWD-Dienste, natürlich die Warngebiete und den Niederschlagsradar mit reingenommen. Kurz zu diesem EMS-System von Copernicus, das ist eine ganz, ganz interessante Datenquelle. Die steht also innerhalb weniger Stunden oder eines Tages auch nach so einer Katastrophe zur Verfügung. Man kann sich die Daten in verschiedenen Formaten runterladen. Die Informationen werden automatisch klassifiziert. Hier sieht man, ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz gut zu sehen, aber wir hatten 738 klassifizierte zerstörte Gebäude und 4000 beschädigte Gebäude. Das ist alles aus Fernerkundungsdaten abgeleitet worden. Hier sieht man den Screenshot jetzt des WMS-Layers mit den verschiedenen Gebäudeschäden, die da passiert sind. Dann gab es die Sonderbefliegung, die ich eben erwähnt hatte. Die ist dann vom Landesamt am 28. Juli durchgeführt worden. Und dann kann man ganz gut erkennen hier von der SGD eine Anwendung, die Differenz oder der Unterschied zwischen vorher und nachher, um die Schäden zu klassifizieren. Dann gab es leider nur als ArcGIS-Anwendung auch eine Sache, die wir gefunden haben, eine Sonderbefliegung vom DLR am 16.07., das heißt einen Tag nach der Katastrophe, müsste jetzt kommen. Da sieht man recht deutlich an der Stelle die Probleme, die aufgetaucht sind, als das Hochwasser kam. Nämlich, dass die ganzen Brücken durch das Schwemmholz und auch durch die Campinganhänger und so weiter direkt blockiert waren und das Wasser sich dann neue Wege suchen musste an der Stelle. Datenquellen, die wir noch verwendet haben, WMS-Dienste, die natürlich zuhauf in Rheinland-Pfalz auch existieren, die Verwaltungsgrenzen, Überschwemmungsgebiete, die gesetzlichen. Wir hatten auch vom Landesamt viele Kollegen hingeschickt in den Krisenstab bzw. Verwaltungsstab und dort wurden ArcGIS eingerichtet, wo dann die ganzen POIs, also Infopoints, Shuttle-Haltestellen, beschädigte Infrastruktur und so weiter dokumentiert wurden, so aktuell wie möglich und dann über so eine ESRI-Anwendung auch publiziert worden sind. Dann hat man eine andere Datenquelle, ist das Mobilitätsportal Rheinland-Pfalz. Da werden tagesaktuelle oder minutenaktuelle Baustelleninformationen und Straßensperrungen bereitgestellt. Eine andere Datenquelle innerhalb von Ahrweiler war jetzt der Versorgungsstatus der einzelnen Gebiete in Ahrweiler. Die war zu dem Zeitpunkt im Juli rot, komplett rot. Da gab es kein Erdgas, da waren die Erdgasverbindungen halt alle gekappt gewesen. Die sind jetzt wieder grün hier in der Darstellung. Auch das System basiert auf ESRI. So, die Aufbereitung der nicht standardisierten Datenquellen, die haben wir über Python mit GEDAL gemacht. Wir haben also die Lagekarte der A aus dem Krisenstab, das waren ESRI Feature Services und die proprietären JSON-Interfaces, REST-Schnittstellen aus dem Mobilitätsportal
mit einem Python-Skript angezapft, mit GDAL transformiert in Geo-Package und mit Map-Server dann über WMS und WFS-Datenquellen bereitgestellt. Das ist eigentlich relativ simpel zu machen. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie ich im Endeffekt die Esri-Feature-Services einfach nach und nach abfrage, konfiguriere, welche Feature-Types ich da runterladen will und gehe dann einfach über eine Schleife drüber und transformiere die dann relativ simpel mit OGR to OGR in das Format, was ich mir ausgesucht habe. Das war in dem Fall bei uns ein Geo-Package-Format. Um dann den Map-Server mit einem sinnvollen WMS ausstatten zu können und WFS, müssen wir natürlich einen Map-File bauen. Der wird dann über Templates generiert und dazu haben wir uns eine Konfiguration überlegt, wie wir quasi aus dem Esri-System saubere WMS- und WFS-Schnittstellen ableiten konnten, die halt nicht schon zur Verfügung standen. Okay, so sieht dann diese Datenquelle zum Beispiel aus diesem Esri-Katastrophen-Krisenmanagement-System als WMS-Dienst bei uns im Geoportal aus. Das ist nur ein Screenshot. Genau, jetzt komme ich zu den Statistiken. Wir haben insgesamt 15.400 registrierte Nutzer im System gehabt, 5.400 Hilfsangebote, die gemacht worden sind, aber leider nur 470 Bedarfsmeldungen, die über das System erfasst worden sind. Maximal angemeldeten Nutzer über 2.000 oder 2.300 maximal am System angemeldeten Nutzer, die sich informiert haben über die Hilfsangebote, die eingestellt worden sind. Und das war schon recht umfangreich. Und da haben sich auch die zwei Server gelohnt zu dem Zeitpunkt. Jetzt die aktuelle Statistik mit noch aktuellen Hilfsangeboten sind noch 3.200. Die Bedarfsmeldungen werden auch mit rausgenommen. Das sind ungefähr die Bedarfsmeldungen, die ich eben aufgelistet hatte. Ich gehe mich jetzt mal kurz zur Live-Präsentation. Also ich gehe jetzt in das Produktivsystem rein und melde mich mal als, damit ihr erkennen könnt, wie das so aufgebaut ist, melde mich an als, langsam als normaler Nutzer, also ich wäre jetzt eine Privatperson. So, das heißt, wir sind jetzt in der Krisenmanagement-Plattform drin und ich habe hier oben relativ einfache Menüpunkte, um Bedarf zu melden. Ich gehe drauf und kann zum Beispiel einen Bedarf melden. Wenn ich jetzt ein Betroffener bin, kann ich eine Bedarfsklassifikation auswählen, kann sagen, okay, ich brauche Rechtsberatung, gebe einen kurzen Text so ein und so weiter, kann sagen, wo ist der Bedarf, der Ort des Bedarfs, der kann ja auch unterschiedlich sein, speichert den Bedarf und der wird dann im Endeffekt auf alle in die Liste der Bedarfe eingetragen. Wir haben also hier die Liste mit allen gemeldeten Bedarfen. Das ist jetzt das Produktivsystem. Das ist auch das, was man als Privatperson sieht, wenn man sich da registriert. Man kann ja sowohl Hilfe anbieten als auch einen Bedarf melden. Ja. Und ich habe auch eine Liste mit meinen Hilfsangeboten, damit ich immer erkennen kann, okay, was für Angebote sind momentan noch aktuell, die ich da eben gemacht hatte. Die Hilfsangebote auf einer Karte anzeigen, das hatte ich eben schon mal kurz gezeigt. Ich gehe jetzt rein und suche jetzt als Bedürftiger nach Unterkunft zum Beispiel. Wir haben da eine Schranke drin, dass nur maximal 1.000 Objekte auf einmal angezeigt werden können, weil ansonsten die Performance behindern, beeinträchtigen könnte. Ich könnte also sagen, okay, zeig mir mal alle angebotenen Unterkünfte in dem Bereich momentan von dem System und habe dann hier die Übersicht über Deutschland. Ja, das ist ein bisschen langsam die Hintergrundkarte oder mein Internet bricht gerade zusammen. So, und habe dann hier in Deutschland momentan die angebotenen Unterkünfte da anschauen kann. Gilt natürlich auch für alle anderen Kategorien an Hilfsangeboten, die wir da haben. Ähnlich sieht es beim Bedarf aus. Ja, wenn ich jetzt den Bedarf nochmal auf der Karte sehen will, dann gehen wir nochmal auf Hilfsangebote finden. Hey, der Bedarf ist hier auf der Karte. Ja, verlinkt, genau. Ja, und jetzt sehe ich auch kartografisch nochmal aufbereitet die Position der Bedarfe. Was ganz interessant ist, wir hatten ja nicht nur das Ahrtal betroffen, sondern es war auch Trier betroffen, den Vorort von Trier. Und wir haben auch Bedarfsmeldungen aus der Eifel und aus Trier halt bekommen an der Stelle. Okay, soweit zum System. Ja, dann würde ich jetzt nochmal kurz Live-Präsentation beenden und wer bei der Zusammenfassung. Wir haben es geschafft, mit Unterstützung natürlich auch von der Firma, innerhalb weniger Tage eine IDEN-Instanz aufzubauen, die Prozesse abzubilden und die Plattform so zu adaptieren, dass die produktiv einsetzbar ist. Basiert rein auf Open-Source-Software, auf lizenzkostenfrei und dadurch hatten wir auch keinen Beschaffungsvorgang. Und die Umsetzung war in einem relativ kleinen, konstruktiven, sehr agilen Team durchgeführt worden. Nochmal vielen Dank an alle. Das hat wirklich super funktioniert, Hand in Hand.
Und wir haben natürlich auch mit Problemen zu kämpfen gehabt. Und wir hatten uns das vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt, als es nachher war. Die Probleme hauptsächlich lagen darin, dass die vor Ort unzureichend darüber informiert worden sind, dass diese Plattform existiert und dementsprechend die Bedarfsmeldungen natürlich nur wenig reinkamen und dass die Bedarfserfassung durch die Hilfsgruppen vor Ort dementsprechend auch wenig durchgeführt worden ist. Also die Möglichkeit, die Hilfsorganisationen eigentlich haben, quasi Fallakten für Betroffene anzulegen und dann quasi für die Bedarfe zu erfassen. Das ist eher dürftig passiert. Genau, so viel zur Zusammenfassung. Und dann wäre ich eigentlich auch schon bei den Fragen angelangt. Ja, Armin, danke für diesen interessanten Vortrag. Wirklich spannend, was ihr da in kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt. Wirklich gut. Sind auch ein paar Fragen hier reingekommen. Fangen wir mal mit Iden an. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu erzählen, wer hinter der Entwicklung von Iden steht? Also wo das herkommt ursprünglich? Das System selber ist von Sahana Eden jetzt ein Fork. Wir hatten zunächst vor 2 Jahren Sahana Eden selber als System eingesetzt. Da steckt eine Foundation dahinter. Aber die ist ein bisschen eingeschlafen, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren. Da ist also in den letzten Jahren nicht mehr so viel passiert, sodass wir quasi jetzt einen Fork davon gemacht haben. Ja, das ist eigentlich in vielen Krisensituationen in Hawaii, Nepal und so weiter auch schon häufig verwendet worden, das System. Hat auch da seine Eignungsfähigkeit da gezeigt, aber momentan ist es ein bisschen dünn geworden. Also deswegen haben wir da einen Fork eingerichtet. Genau, wie sieht das aus? Weißt du, ob das schon geplant ist oder eingesetzt wird zur Unterstützung bei Geflüchteten aus der Ukraine? Morgen früh. Also morgen früh werden wir einen Demo-Server, weil im Endeffekt, die Frage war natürlich klar, die musste jetzt kommen zu dem Zeitpunkt. Wir sind momentan dabei und müssen natürlich die Flüchtlinge aus der Ukraine irgendwo verteilen. Und da ist natürlich die öffentliche Verwaltung erstmal, steht die natürlich wieder vor einem großen Problem. Und die Prozesse, die ich dir jetzt eben nochmal vorgestellt hatte im Bereich der A oder des Flutgebiets, da sind eigentlich die gleichen Prozesse, die wir jetzt auch haben. Ja, wir müssen irgendwo Hilfsangebote bündeln, wir müssen Unterkünfte irgendwo in der Übersicht erfassen und müssen sehen auch, wie viele Unterkünfte sind in welchen Gebietskörperschaften frei, um die Flüchtlinge sauber verteilen zu können. Und da werden wir morgen früh den ersten Demo-Server in Betrieb nehmen und uns anschauen, wie wir die Prozesse zur Unterstützung dieser Ukraine-Krise jetzt mit Open-Source-Software auch in den Griff bekommen können. Sehr gut. Dann noch eine Frage Richtung Datenschutz. Du hattest ja auch quasi den kurz einmal angesprochen. Hier ist eine Frage, wenn jemand quasi Bedarf meldet, werden die Adressen der Privatperson adressscharf in der Karte angezeigt oder wie wurde das gelöst? Genau, nee, die Adressen werden nicht adressscharf in der Karte angezeigt. Das ist auch so gewesen, weil auf Datenschutz achten wir natürlich sehr dabei, dass in solchen Krisensituationen die Bedürftigen besonders geschützt werden müssen. Das ist auch ein Grund dafür, dass, wenn ich mich jetzt eben, das hat man vielleicht gesehen, als ich die Bedarfsliste aufgemacht habe, da sehe ich nur, in welchem Dorf der Bedarf besteht. Also ich sehe keine Namen, keine E-Mail-Adresse, kein gar nichts. Das ist der Unterschied zu sozialen Netzwerken, wo meistens die Person dann auch identifizierbar ist, die den Bedarf meldet. Über ein soziales Netzwerk. Die Person wird bei uns geschützt, weil es immer wieder in solchen Krisensituationen zu dem Punkt kommt, dass Nepper vorbeikommen und versuchen, denen auch noch das Letzte abzunehmen. Ja? Und das darf man natürlich als Staat nicht unterstützen. Daher ist das aus Sicht der Bedürftigen, sind die anonymisiert. Das klingt doch soweit vernünftig. Du hattest ja auch eben selber gesagt, dass die Bedarfe nicht so hoch, sage ich mal, nicht so viele Meldungen drin waren, wie eigentlich wie gedacht, denke ich mal auch. Da gibt es nämlich auch eine Frage zu. Gibt es auch parallele Plattformen für Bedarfe, die eventuell genutzt worden sind, quasi? Ja, also es gab viele parallele Plattformen, es gab viele soziale Netzwerke, die verwendet worden sind. Das ist ja auch richtig so an der Stelle. Und von daher, ich glaube aber eher, das Problem dieser Bedarfsmeldung war vor Ort auch gewesen, dass wir gar kein Internet hatten, ein paar Tage lang. Ne? Also die Leute hatten andere Sachen zu tun, als jetzt auf eine Internetplattform zu gehen und da ihren Bedarf zu dokumentieren. Deswegen hatten wir eigentlich ja vorgesehen gehabt, dass die Hilfsorganisationen oder die Vereine, die vor Ort tätig sind oder die Bürgermeister einfach mit Listen durch die Gegend ziehen oder die zu den Betroffenen hingehen und dann diese Fälle quasi in dieser Liste in dem System verwalten. Und dafür ist aber eigentlich für den Anwendungsfall zu wenig Werbung vor Ort gemacht worden.
sonst hätte das vielleicht noch besser funktionieren können. Aber ich sage mal, 15.400 registrierte Nutzer ist schon eine Menge gewesen. Ja, waren also viele Leute, die sich angemeldet haben. Wir können auch gar nicht abschätzen, wie viele Sachen jetzt vermittelt worden sind, so direkt. Ja, weil ja, die Kommunikation halt immer direkt von den Bedürftigen eigentlich auf den Anbieter von Hilfe erfolgt. Es sei denn, der Anbieter der Hilfe hätte ein Angebot abgegeben für einen konkreten Bedarf. Das ist ja auch möglich. Genau, eine letzte Frage, die sich noch auf die Hintergrundkarten ein bisschen bezieht. Da hat es eher gesagt, dass ihr verschieden hattet. Unter anderem auch OpenStreetMap. Und hier fragt jemand, ist es hilfreich oder störend, wenn in OSM-Daten kurz nach der Katastrophe zersteuerte Infrastruktur erfasst wird? War das, spielte das für euch eine Rolle? Die Frage habe ich mir erstmal gar nicht gestellt, weil wir die als Hintergrundkarte interpretiert haben, die OpenStreetMap-Daten. Wir haben ja nur den OSM-Dienst von Terrestris mit reingenommen und wir haben ja als Prio 1-Dienst vom Bundesamt für Kartografie den Web Plus Top Open verwendet. Der basiert ja innerhalb von Deutschland teilweise auch auf den amtlichen Daten und nur in den Bereichen, wo kein Open Data existiert, werden halt OpenStreetMap-Daten verwendet. Die wurden auch in Graustufen eingeblendet und die faktischen Zerstörungen wurden ja in Rheinland-Pfalz dokumentiert von diesem ESRI-System. Weil ich da also mal gezeigt hatte, wie wir das da dann abgesaugt haben und die dann quasi als WMS-Daten und DFS-Datenquelle in das System integriert haben. Ja, da gab es halt einen Prozess, den wir anzapfen konnten. Das war ja auch ganz gut so. Genau. Gut, damit sind wir durch. Danke, Armin, für den sehr interessanten Einblick. Danke für euren Einsatz. Ihr könnt auch eine Mail schreiben oder so, ist ja kein Problem. Ne? Genau, das würde ich noch sagen. Wenn noch Fragen da sind, Armin, kann man immer per Mail erreichen, denke ich mal auch. Das sollte klappen.